Hallo Trainer und willkommen auf meinem Kanal. Ich habe heute mal große Lust, mit meinem Voltula mal wieder zu spielen. Ich habe das Ding tatsächlich, glaube ich, gar nicht in Krypto. Würde ich gerne mal zocken. Wer von euch hat es schon in Krypto gespielt? Wie viel Schaden teilt das aus und wie witzig ist das? Schreibt hier mal rein. Wie gesagt, würde ich gerne heute mal wieder spielen. Das hier ist nicht optimal. Ich werde aber selbstverständlich nicht ködern gegen dich. Zu der Sorte will ich einfach nicht gehören. Du tust mir weh. Und zwar so richtig. Auch im großen und im kleinen C. Du wirst komplett farmen können. Soll mich aber auch nicht stören. Der Köder wäre hier extrem fehl am Platz gewesen. Will ich mir nicht erlauben. Du hast jetzt Metrologen ready. Ich werde danach. Soll ich dich komplett mit... Komm, ich farm dich komplett mit Deoxys runter 1. Ja, ich hoffe, dass das funktioniert. Bei Landtouren habe ich diesen Sofort-Attackenschaden nicht, aber ich hätte deine Dings-Attacken resistiert. 1, 2, 3, 4. So, hinten könntest du tatsächlich nochmal schwach sein gegen Konter. Vielleicht ein Bolle? Ein Bolterus oder so? Ich werde jetzt rausgehen, bevor du meinen Schmarotzer drückst. Und jetzt müssen wir mal gucken, was passiert jetzt hier? Ich würde mich tatsächlich darüber freuen, wenn ich hier nochmal Schaden austeilen könnte. Wenn du hier drin stehen bleibst, ist vielleicht hinten tatsächlich ein Bolterus. Weil da auch ein eigenes Landtürnchen. Auch 1,5. Okay, ich werde selbstverständlich hier nicht reinködern. Schilde brauche ich eigentlich auch drüben, damit ich dort Schmarotzer schilden kann. Schilden. Ja, Schild. Landtouren. Schönes Pokémon. Ich habe es in so vielen Season damals schon gesagt, das Ding mit einer besseren Wasserladeattacke, zum Beispiel Surfer oder Meteorologe hatte ich erwähnt, das wird das Pokémon extrem stark machen. Und ich bin so froh, dass es eingetroffen ist und dass das Ding jetzt wirklich, wirklich Meta ist, weil es halt enorm stark ist. Darf man niemals unterschätzen. Saustarkes Pokémon. Ein Donnerblitz könnte vielleicht auch dich schon besiegen mit ein paar Konter. Ich stehe kurz vor der Attacke und ich würde die jetzt gerne einsetzen. Dann muss ich gucken, wie ich mit Nachtara umgehe. Ich habe zwei Schilde. Du brauchst also... Uff, das ist doof. Das war jetzt richtig doof. Okay, köderst du? Ich muss tatsächlich jetzt hier auch ein Schild reinstecken. Bitte kein Surfer, weil dann schaffst du noch eine Attacke. Ah, das war irgendwo zu erwarten, oder? 1, 2, 3, 4. Ich habe keine Wahl und muss hoffen, dass das ein Surfer ist, den ich überleben kann. Ich darf dir kein Schild geben. Das heißt, 1, 2. Ja, das wird nichts mehr. Schade, Marmelade. Ich hätte einsetzen können, hätte mir aber nichts gebracht, da dieses Nachtara noch existiert. Und dieses existierende Nachtara ist halt ein Problem. Okay, einfach weiter versuchen. Boah, wie schön wäre das gewesen, mit Voltula gegen Nachtara zu kämpfen. Das wäre doch traumhaft, oder? Das hätte richtig Bock gemacht. Das hätte so richtig Bock gemacht. Schade. Wirklich, wirklich schade. Voltula Asu. Ü-Ei. Ein gelbes Ü-Ei. Okay. Flunschli. Ja, okay, dann gehe ich natürlich hier rein. Ich meine, dass meine Attacken hier nur resistiert werden, ist natürlich ärgerlich. Dennoch würde ich gerne den Wechsel haben. Ich schilde die erste Attacke in der Hoffnung, dass es tatsächlich das Erdbeben ist. Wichtig, ich meine, ich kann zwei auf jeden Fall schilden. Einen auf jeden Fall durchlassen und einen würde ich schilden müssen. Ich habe aber auch gehofft, dass du mit der ersten Attacke nicht köderst und direkt das Erdbeben einsetzt. Das war meine Hoffnung und der Plan ist aufgegangen. Eigentlich habe ich ein sehr, sehr krasses Team gegen Asu. Ein wirklich krasses Team. Ich brauche gleich nur noch den Wechsel. Das nächste Erdbeben kommt. Runterfarmen kann ich mir leider nicht erlauben. Ich werde aber gegen Asu auch noch einen Donnerblitz schaffen. Von daher geht das klar. Oh, bitte kein Steinhagel mehr. Wichtig und richtig. Jetzt kommst du mit Asu wieder rein. Meditales 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt hast du einen Eishieb. Da ich hier Psyschub nochmal einsetzen kann, freue ich mich eigentlich drüber. Jetzt gehe ich wieder hier rein, weil du natürlich hier drin stehen willst.
Du weißt auch noch nicht, was mein letztes Pokémon ist. Da ich Gleichstände gegen dich gewinne, kann ich dich jetzt schon mal abschwächen, was natürlich extrem vorteilhaft ist. So, du machst also weniger Schaden. Du musst jetzt hier einsetzen. Ich habe immer noch Landtouren. Also, alles sieht gerade so aus, als würde ich hier ordentlich was reißen können. Und zwar so richtig. Guck mal, ja, das wird jetzt total nervig mit dir. Dass du das hier machst, ebenfalls, ich kann dich aber abschwächen und dadurch freut sich Asu später. Ja, es war clever von dir, gar keine Frage. Okay, eigentlich habe ich gedacht, du fängst ab, hat ja wohl dann doch nicht funktioniert. Easy, das ist schön, das heißt ein Donnerblitz und es wird schon schmackhaft hier, ne? Es wird schon sehr schmackhaft, ich kann hier alles durchlassen. Du bist einmal abgeschwächt und auch ein Knuddler wird nicht genug Schaden machen, um mich zu nerven. Okay. So, ich will extra Energie. Bevor ich hier irgendwas mache, will ich tatsächlich mehr Energie, als ich benötige. Soll ich jetzt gleich rausgehen? Will man das oder bleibt man dann hier drin? Weil du wirst jetzt gleich einsetzen. Das heißt, wir gehen einfach raus, setzen hier diese Attacke ein, besiegen dich damit. Dann kommt Meditales, farmt mich runter. Du solltest dann aber auch eigentlich nur noch einen Surfer benötigen, oder? Ja, ein Surfer sieht ja schon sehr realistisch aus. So, okay, und du hast auch keinen Bock mehr. Verständlich, nachvollziehbar. Wirklich, wirklich nachvollziehbar. Okay, wir ziehen weiter durch. Voltula war jetzt gut, ne? Die Führung war gut. Die Sache mit Meditalis und den Schaden und die Abschwächung und das mit Asu war auch geil. Ich muss sagen, in diesem Kampf war Voltula tatsächlich wirklich brauchbar. Landtouren finde ich auch geil. Du musst immer auf Surfer gehen und ich bin durchweg neutral. Das ist gut. Auf lange Sicht werde ich dich jetzt einfach abschwächen. Die erste Attacke macht von dir bekanntermaßen oder bekannterweise am meisten Schaden. Das heißt, den hier einmal schilden. Ich hole noch zu einer Attacke aus. Einfach nur, weil ich nicht sicher war, ob du abfangen willst oder nicht. Jetzt schwäche ich dich ab. Dadurch machen deine nächsten Attacken wieder weniger Schaden und dann werde ich auch anfangen, Surfer von dir durchzulassen. Ganz klare Kiste. Jetzt hole ich hier nochmal aus. Ich hätte dich in einem Gleichstand erwischen müssen. Das wäre cleverer gewesen. Ich habe aber damit gerechnet, dass du vorher schon einsetzt. Donnerblitz? Den resistiere ich. Sehr gut finde ich das. Okay, dann holen wir uns noch eine Attacke und setzen dann ein. Die Frage ist, Kumpel, wie willst du spielen? Das hier besiegt dich oder ich bekomme deinen ersten Schild. Ich besiege dich. Was kommt rein, Bolle? Ah, okay. Ich verstehe. Wo gehe ich jetzt rein? Ah, wenn du einen Trombok spielst, wäre es tödlich, in Landtouren zu gehen. Aber egal. So, okay. Trombok wäre jetzt richtig mies, ne? Aha, Irokex. Interessant. Jetzt hast du drüben Energie. Kann ich hier ein Schild bekommen? Das wäre schon geil, weil Psychschübe werden dir später wehtun, gar keine Frage. Ich werde auf Donnerblitzen gehen. Easy. Das ist mein Play. Okay, komm von hier ein Schmrotzer oder eine Aufsteigerung. Wie willst du das machen? Das wird sehr interessant, mein Freund. Das wird mal so richtig interessant. Schmrotzer kommt, verstehe ich. Jetzt kommt mein Surfer. Willst du das durchlassen oder fängst du an, mir Schilde zu geben? Ja, dann wird später bei Nidoqueen lustig, ne? Ich bekomme kein Schild. 1, 2, 3, 4, 5. Bitte, bitte, bitte nur der Steigerungshieb. Das wäre wichtig. Komm schon. Jawohl. Okay. Das heißt, du bist jetzt weg. Dann setze ich hier mal einen Move ein. So. Dann habe ich später noch die Möglichkeit, die Abschwächungen von meinem Deoxys zurückzusetzen. Ich gehe aber einfach rüber. Ich will mich nicht farmen lassen. Weil ich denke, dass ich ja schon in der Lage bin. Ich hätte mich farmen lassen sollen. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Ich habe absolut keinen Plan. Ich lasse die erste Attacke durch. Es sind Erdkräfte. Jetzt wird spannend. Und Verteidigung sinkt natürlich. Was auch sonst. Ich gehe auf den Köder. Habe ich es dumm gespielt? Ich habe es dumm gespielt. Ich hätte mich einfach farmen lassen sollen. Dann ist das jetzt der Giftzahn. Ich bin nochmal abgeschwächt. Du machst noch mehr Schaden. Und ich bin einfach dumm. Egal. Wenn du das jetzt noch durchlässt, dann raste ich aus. Ah, okay, okay. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5. Ich hab's verspielt. Einfach runterfahren lassen. Warum bin ich denn so dumm? Warum mache ich so einen fetten Fehler?
Ich weiß es tatsächlich nicht. So, ich hab's übel verspielt. Ach Leute, okay, ich muss mich konzentrieren. Ich weiß nicht, warum ich da den Gedanken hatte. Oh, weißt du, rauswechseln ist clever. Nein, ist es nicht. Einfach runterfahren lassen, Doppelmove aufbauen, einsetzen, Schild ziehen, rauswechseln, wieder rübergehen, bam, 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 zack, 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 Step by Step, natürliche Vernichtung. Nein, ich stelle mich dumm an. Warum? Warum auch? Flunschlig, extrem dumm. Ist Deoxys der Safe Switch? Ich weiß es nicht. Hab keinen Plan. Damit muss ich leider immer rechnen, dass dieses Ding reinkommt. Es ist wirklich doof für mich. Ich will aber... Ach komm, ich erhole mich nicht von dem Fehler gerade. Ne? Der hat mich tatsächlich sehr effektiv getroffen. Der hat mich richtig effektiv getroffen. Okay, ich kann hier nochmal Schaden austeilen. Du wirst einfach komplett runterfarmen. Sind wir mal ehrlich. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Ach, okay. Das ist nicht clever, ne, wie ich hier spiele. Du setzt schon mal ein, das ist gut. Landturn muss später alles regeln. Wichtig für mich ist ja, dass ich dich rauslocke. Ah, komm schon, schade. Das ist essentiell für mich. So, ein Spukball kann ich theoretisch nicht so leicht durchlassen. Bitte köder nicht. Den anderen Move resistiere ich nämlich. Wichtig. Okay, alles klar. Bitte geh nicht raus. Oh, so viele Bitte. Geh einfach drauf, Gleichstand gewinne ich. Lass es durch. Lass es einfach auf dich zukommen. Du willst es doch auch. Du willst es. Komm schon, lass es durch. Lass es geschehen. Perfekt. So, jetzt komme ich hiermit wieder rein. Hast du noch einen Konter? Ich habe nicht für möglich gehalten, dass ich tatsächlich Doppelpflanze in deinem Backline nochmal sehen werde. Aber ja, hier. Hey, welcome. Doppelpflanze. Das komplette Team des Gegners mag Feuer. Die sind alle stark gegen Feuer-Pokémon. Nein, kleiner Witz. Die Backline hat keinen Bock dagegen, aber Flunschlick auch nicht. Wird effektiv getroffen, schlägt aber mit allen Attacken effektiv gegen Feuer zurück. Ja. Interessant. Das muss ich ausspielen. Ich habe eine Resistenz bei den Sofortattacken. Matschbomb betrifft mich. Aber ansonsten geht das eigentlich. Man kann hier schon etwas machen. Das Gute ist ja auch, dass ich deine Sofortattacken resistiere und meine trotzdem so viel Schaden bei dir verursachen. Ich muss es leider ausspielen, ob ich will oder nicht. Ich habe absolut, wirklich, wirklich null Lust mit meinem Landturm gegen dich zu kämpfen. Dass du köderst, finde ich echt räudig von dir. So, interessant. Dann werde ich jetzt das hier einsetzen, bekomme vielleicht sogar ein Schild, weil das tatsächlich Schaden verursacht, oder nicht. Willst du schilden? Nö, ich muss trotzdem in Landhorn, ne? Egal wie dumm das jetzt hier ist, aber wir farmen hier einfach runter. Ich kann jetzt hoffentlich ein paar Attacken überleben. Du hast jetzt schon fast einen Doppelknirscher ready. Wirst du mit dem ersten mich abschwächen? Bitte nicht. Wichtig. So, alles klar. Du wirst mich jetzt hier nochmal ein bisschen zuspammen und das wird richtig nervig. Ich glaube aber noch einen kann ich danach nicht mehr überleben. Von daher will ich doch nochmal einsetzen. Du tust mir weh, ne? Du tust mir richtig weh und du hast bestimmt einen Bolteros noch hinten. Jetzt kommt erstmal dein Dings wieder rein. Dein Bisaflor. Du hast auch noch beide Schilde, sehe ich gerade. Das könnte fatal werden. Oh, du hast gar kein Leben mehr. Du hast gar keine KP mehr. Alles klar, mein Freund. Ich verstehe, wo wir sind. Surfer wäre der richtige Weg gewesen. Surfer wäre der richtige Weg gewesen. Runterfarmen lassen ist, glaube ich, okay. Ich will mich nicht in Landturm einloggen. Das hier. So, Matschbombe überlebe ich bestimmt nicht von einem Krypto. Never ever. Never, ever, ever. Aber das hier, ja, tatsächlich jetzt runterfarmen und Flunschlag. Okay, alles klar, das wird noch knapp, ne? Wirst du mit der ersten Attacke ködern? Wirst du da ködern? Ködert man? Denkt man sich, boah, weißt du was, so ein Köder ist eine geile Idee, das machen wir jetzt? Will man das? Tut man das? Ist das der Plan? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Du hast jetzt Erdbeben. Wenn du köderst, ist Ende für mich, ne? Komm schon, ich respektiere es. Du wirst ködern. Du köderst. Du köderst. Oh, du köderst nicht.
Couscous. Couscous, mein Freund. Alles klar. Doppelpsychub, ist das das, was man will? Ist es das, was man will? Nein, ne? Ich glaube nicht. Oder? Ich meine, ich schwäche mich ja dann auch ab, ne? Ich glaube, Doppelpsychub will man nicht. Ich weiß es nicht. Was mache ich? Was tue ich? Was muss ich tun? Das schildest du, oder? Ich weiß nämlich nicht, ob der nächste Psychub ausgereicht hätte. Das lässt du durch. Perfekt. Jetzt nochmal eine Sofortattacke gegen Bisaflor. Eine. Und das war's. Ich kann doch nochmal einen Kampf gewinnen. Yes. Yes. Hey, wait a second. Trotz dummen Fehler, den ich gemacht habe, hätte das ein positives Set bis jetzt sein können. Krass. Hätte sein können, wenn man nicht dumm ist. Ich bin's leider. Ich hoffe trotzdem, dieses Voltula-Video hat dir gefallen. Feedback rein, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Hau rein und ciao.